Mittagszeit im CJD Gera. Die Kids hängen ab, quatschen, daddeln. Ganz normale Teenager eben, wie Tim Riedel. Noch vor einem Jahr hätte Tim nicht mit den anderen am Kicker gestanden, sondern allein im Zimmer gesessen. Denn Tim ist Autist, damit aber nicht allein. Hier im CJD leben 50 Jugendliche mit dieser Diagnose. Die gemeinsamen Erfahrungen schweißen zusammen. Also erstmal ist der Autismus eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Das ist auch vor allem oft im Kontakt mit Menschen oft schwieriger. Na gut, bei mir ist es vielleicht ein bisschen untypischer, weil ich halt auch ein bisschen mehr reden kann. Tim hingegen fällt es sehr schwer, mit uns zu reden. Dabei hat er in seiner Zeit im CJD schon große Fortschritte gemacht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit ihnen rede, ist das halt für sie normal. Für mich ist es halt unnormal, also mich strengt das halt an. Mhm. Weil sie sind ja ein fremder Mensch. Mhm. Ja, alles geht jetzt alles. Dennoch, Zahlen und Computer sind eher seine Welt. Damit Jugendliche wie Tim im täglichen Leben besser zurechtkommen, trainieren sie im Kompetenzzentrum für Autisten. Heute Gesichtsausdrücke sehen und so Gefühle erkennen. Was für uns selbstverständlich ist, für die meisten Autisten eine echte Herausforderung. Ein Autist muss sich das über Jahre antrainieren. Gefühle, Mimik, Gestik, die Körperhaltung anderer Menschen. Das Training am Spiegel kann da helfen und ist doch unendlich schwer. Wie guckt man, wenn man aufgeregt ist? Ja, wie guckt man da? Da gucke ich neutral. Es kostet eine immense Anstrengung. Man merkt, dass die verkrampfen sich dann auch sehr, um halt die Gefühle, die sie kennen und schon darstellen können, auch wiederzugeben. Trotz der emotionalen Defizite, die Jungs haben keine lange Leitung. Im CJD Gera haben Tim und Kevin ihre Berufsausbildung zum Elektromonteur gemacht. Nächste Woche steht die Abschlussprüfung an. Dann wollen beide noch ein Jahr dranhängen für den Abschluss als Elektrogeräte-Fachkraft. Es können auch hochintelligente junge Menschen sein. Michael Jackson war ein Autist, Albert Einstein war der Autist. Die können so viel Potenzial, aber man muss es rauslocken halt. Wissenschaftler vermuten, dass Autismus ein Gendefekt ist. Doch damit kann man ganz gut leben, mit der richtigen Unterstützung und viel Lebensmut.